Hier, zweite Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, es geht nun weiter. Zwei Monate sind vergangen. Die Silos jetzt sind fertig und können nun geöffnet werden, um die Biogasanlage zu füttern. Für den Betreiber der Biogasanlage wollte das vor allem endlich Geld für die ganze Arbeit der Saison. Optimalerweise ernte man natürlich genug Mais, um die Biogasanlage das ganze Jahr über nahtlos betreiben zu können. Weiter, hätte beinahe ausgemacht. Fahre zur Biogasanlage. Genau. Um den Mais starten wir auch noch. Witze. Um den Mais in der BGH zu Energie machen zu können, muss das zunächst die Folie aufgedeckt werden. Die Eier mit Frontlager und Schaufel helfen dir bei der Befüllung des Bunkers vor der BGH. Na, das ist super. Was ich so gerne mag, ne? So. Automatik. So geht am besten und schnellsten. Das können wir wieder ausmachen. Dann können wir mal die Außenansicht machen. Down. Ja, wir haben Regenwetter, wir haben Herbst, ne? Den 20.11. Da war aber nicht viel Bio, nicht viel Mais. Oder hat der Bauer oder der andere Bauer noch ein bisschen was geerntet? Ein paar Felder waren da noch gewesen. Könnt ihr auch Mais an den BGA verkaufen, ne? Theoretisch. Der Betreiber muss halt dann entsprechend bezahlen. Ja, auch eine Option, ne? Oder hat selber genug Mais. Was ja im meisten Fall der Fall ist, ne? Habt ihr jetzt so einen Bauer gefunden auf Twitch und auf YouTube? Der betreibt selber eine Biogasanlage. Der versucht wohl das ganze Jahr zu betreiben, ja, mit allen möglichen Mitteln, ne? Also angefangen von Mais, Silage, Gras, aber auch Gülle und Mist von Nachbarbauern, ne? Recht interessant, das mal zu sehen, weil ich kenne ja eine Biogasanlage von früher nicht, das hatten wir ja nicht. Wie gesagt, zur Ostzeit war das so, Nahrungsmittel so Energie zu machen. Ich glaube, das war nicht so populär. So, da sind wir da. Ja, ich habe die Waage. Das macht ja auch Sinn. So. N. Die Jungs und Mädels hier von der BGH haben sind nur zwei. Also die Ablade. Das mittlere Teil ist leer. Also deine Ablade sind nur von 2 Monaten schon geräumt. Und in den Bunker geladen. Nun bleibt dir nur noch ein bisschen Arbeit übrig. Ein bisschen ist gut. Den Bunker erneut zu gefüllt werden. Dieses Mal aus dem dritten Silo. Hier sind erstmal nur ein paar Planen aufzudecken. Also keine Zeit verlieren. Los geht's. Da wo am meisten dran ist, da muss ich machen. Ne? Wo ist das Ding überhaupt? Da rechts. Ach, da vorne. Das mache ich überhaupt nicht. So. Sektion 7 aufdecken, oder immer 6. Mindestens 3 Plan auf. Okay. So, gehe zur Steuereinheit der Biogasanlage. Als nächstes musst du an der Steuereinheit der Biogasanlage noch den Bunkerdeckel öffnen, damit du die BGH auch befüllen kannst. Okay. Ein gutes Stück. Da. Ja, nichts drinne. So. Daran kommen wir nicht. Das ist im Grunde auch nur lesen, ne? Da geht das schon.
Sag mal so, hier ist das losgeht, der Bunker ist das leer. Das sollte nicht sein. Ja, Hunger hat er. Naja, gut. 05. Schauen wir mal, ne? Die müssen zum Glück nicht hochheben, ne? Du hat der Kollege noch gesagt mit rechts, ne? So. Das machen wir mit 4 auf. Ne, 5. Den Deckel, den müssen wir nicht zumachen, ne? Oh, das ist so viel. Das stimmt ja, da war ja was, man muss halt nur festhalten, dann geht's mal alleine. Man muss ja nicht dann nicht schieben. So. Von Bunker aus wird die Mais über eine Druckförderschnecke in kleinen Rationen in die BGH zugeführt. In den großen Fragmenten, so nennt man die großen Betonsilos, vergärt der Mais. Hier kommt es auf der richtigen Temperatur und den nicht abgeschlossenen dunklen Raum an. Nur so können die Mikroorganismen effizient arbeiten. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Naja, gut. Wäre mir lieber gewesen, ich hätte ja was anderes gehabt hier. Und nicht in die Erde rein. So, leicht anheben. So, 3. Achso, und links war nicht. Auch die man nicht so viele machen hier. Das wäre nicht so gut. Haben wir schon gelesen? Wo ist mein Förderband? Runter musst du. Bisschen schräge ankippen vielleicht. Nur halb voll. Runter war glaube ich oben. Ja, genau. Ah ja, den gelben Balken müssen voll machen, das ist gut aus. Ich muss nicht ganz Silo leer machen. Ich habe schon nichts gehabt. Achso, mit rechts. Das muss ich noch lernen. Aber das lerne ich nicht mehr. Weil das habe ich schon im LS nicht hingekriegt, im Haus. Da gibt es ja diesen Joystick, das geht ganz gut. Ob nun wenn Bäume fällen oder andere arbeiten, dann mache ich alles mit dem Joystick. Aber nicht über die Tastatur oder Maus.
Und je mehr wir das Ding voll kriegen, umso besser ist das, ne? Rechts. Der Kollege von mir. Ein Rührwerkinformator mischt die BIOS aber immer wieder aktiviert, so die Mikroorganismen. Diese erzeugen dann Gas. Wird entweder so Biomethan umgewandelt, das eingespeist, oder ein Motor zugeführt wird. Der Motor wandelt das Gas in Strom um, welcher auch wieder das eingespeist wird. Okay. Das Problem ist nur, der gelbe Bug ist noch nicht voll. Die andere Richtung. Mit Schwung. Oh. Geht doch schon einigermaßen. Richtung nach rechts. Na, haben wir nicht mal ein Drittel oder gerade so. Naja, aber man sieht schon eine Senke dabei, ne? Ist ja auch eine kleine Schaufel, ne? Ja, das gibt ja einige mit 30.000, das war übertrieben, aber gut. Wenn sowas schnell gehen soll. Gut, hier haben wir einfache Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen anders, ne? Die müssen das Ding rauskriegen, Junge. Reinfahren. Wenn das der Chef sieht hier. Anlage kaputt geht. Also BIOS-Anlage wollen wir noch nicht kaufen zum Anfang. Die müssen wir mal Geld haben, um die Geräte zu haben, ne? Und was viel wichtiger ist, brauchen auch die Felder, um das Mais entsprechend anbauen zu können. Das wäre viel wichtiger. Glaub mir, es wäre einfacher, wir fahren die erste Silage zum Kuhstall, machen daraus Futter für die Tiere und dann geht das entsprechend als Gülle her, ne? So, wir lesen gleich wieder hier. Die sind doch nicht voll. Bei Betreiben des Motors entsteht Abwärme, die auch wieder genutzt werden kann. Am Ende bleibt auch noch Überreste aus dem Gärprozess und kommt von Gärsubstrat, der als wertvoller Dünger genutzt werden kann. Das Gärsubstrat wird im Endlager gepumpt, auf dem es der Landwirt dann in ein Güllefass pumpen kann, um es auf den Feldern auszubringen. Im Vergleich zum anderen Wirtschaftsdünger werden die Gräser einen hohen Nährstoffanteil. Natürlich optimal, um wieder den Mais für die Biosfressanlage zu versorgen. Ja, das ist ja nicht weg, ne? Die Mineralien und so.
Teil wird sicherlich für die Mikro-Tierchen da gebraucht, aber der Rest bleibt gehalten, ne? Ich muss noch lernen, dass ich bloß gedrückt halten muss und nicht jedes Mal neu. Ansetzen muss. Den Text wieder wegmachen. Und der Vollkrieger, ein gutes Stück. Zwei, drei Mal. Hoffe, damit die Aufgabe erledigt haben, ne? Das wäre nämlich Freitag die Folge. Dann wünsche ich mal schon mal allen ein schönes Wochenende. Falls ich das morgen vergessen sollte. Das ist bei mir normal. In der ersten Folge sowieso meistens habe ich andere Gedanken im Kopf. Na, wie läuft die Aufnahme und so? Klappt alles so, wie es soll? Ja, das sind die ersten Minuten der Aufregung. Im Grunde habe ich vorher keinen Plan. Ich sag mal so, das Spiel muss so laufen, wie man gerade mal dabei ist, ne? Klar, wenn die Aufgaben erfüllt werden sollen, dann muss man da entsprechend hinterher sein. Komm noch ein bisschen rein noch. Denn nach einer Woche halt meistens vergessen, was wieder anliegt. Und das fällt mir dann den Augenblick ein, wenn ich es entsprechend mache. Ja, die Arbeit halt, ne? Aber wie gesagt, zum Glück ist der nicht. Na. Zu hoch. Dann müssten wir jedes Mal. Na, dann wird es auch gehen, ne? Wenn wir das Ding hochheben müssen, dann reinkippen. Wir können ja mal, bevor wir anfangen, uns die Karte mal anschauen. Mal eine Rundfahrt machen. Dann feldermäßig würde ich erst einen Hof kaufen wollen, ne? Mit Tiere und so, da würde ich noch nicht anfangen wollen. Und dann brauchen wir mal Futter, ne? Oh, was kommt hier? Befülle den Bunker, das machen wir doch gerade. Aber wir haben ein Drittel geschafft. Also zwei Drittel. Zwei Drittel, nicht ein Drittel. Ich mache heute keine achte Folge mehr, keine neunte. Ich werde mal schauen, ob ich da die Folgen jetzt bearbeite. Für nächste Woche. Und dann mal sehen. Übernächstes Wochenende habe ich ja Spätschicht. Dann muss ich halt in der Nacht mal kräftig ran. Und zur Not das Doppelte machen. Oder mal in der Woche gegessen hier. Am Sonntag oder so. Ja, das ist schon gut gefüllt, ne? Jetzt ist ja für mich jetzt Montag und ich habe morgen frei. Das ist wegen Feiertag. Sonst wäre ich jetzt schon im Bett. Hätte ich mir den Spaß heute Abend auch nicht machen können. Weiß ich, Spaß war einkaufen. Und hab mir dann noch was zu essen gekocht für heute. Und für morgen vorbereitet im Prinzip. Sonst hätte ich mir das Essen schon am Sonntag fertig gemacht für die Woche. Hätte so da schon eh Zeit gehabt am Nachmittag das entsprechend zu machen. Essen nur warm machen
müssen, ne? Oder wollen. Bisschen höher erheben, ne? Müsste ja fast leer sein. Oder voll. Ne, noch nicht ganz. Die Anzeige muss ich achten, dann geht das aufwärts. Das muss man erst lernen. Aber jedes Spiel hat seine Eigenart, wie es gesteuert wird. Das ist nur eine Frage der Übung. Dann geht das. Manchmal perfekt, manchmal weniger perfekt. Die Arbeit, die man nicht so gerne mag, vermeidet man halt, ne? Oder wir mal schauen, ob in einem größeren Radlader kriegen, ne? Aber wie gesagt, hier ist ja auch alles reelle Zeit, ne? Das ist ja hier, jeder Tag ist wie ein Tag, ne? Wenn du jetzt im April anfängst am 1., dann hast du halt auch die 30 Tage Zeit, ne? Es sei denn, es gibt keine Arbeit zu tun, dann natürlich nicht, ne? So, was sagt der Professor? Erstmal die Bremse anziehen. So, schließe den Bunker über der Steuereinheit. Vergesse nicht, den Bunker nach der Befüllung wieder zu schließen. Wir wollen nicht, dass die Silage es in die Laut. Ach so. Ist klar. Dann läuft ja alles weg, ne? So. Die Zeit ist schon mal erledigt. Die Steuer hätten wir auch entsprechend dazu machen. 29.661. Achso. Je größer, besser. So. Fertig. Wie schön. Und Fahrzeug zum Hof, ne? Hast du gut gemacht. Jetzt kann die Biosphäre erst wenig selbstständig arbeiten und Gas erzeugen. Das dauert eine Weile. Weiter. Fahrzeug zum Hof. Okay. Das mache ich jetzt. Ich sag schon mal Tschüss. Ciao. Ich denke mal, wird fertig sein mit der jetzigen Folge. Und wenn da jetzt wirklich was Neues kommt, dann bin ich eine neue Folge. Ansonsten erstmal Tschüss. Ciao, ciao. Und ein schönes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die zweite Folge bei Kretter und Kops. Naja, wie ich sehe, müssen wir was machen. Irgendwas fällt jetzt an. Wenn ich Glück habe oder Pech, muss ich eine volle Folge machen. Also muss von der Aufgabe her. So. Schau mal, ich soll nun ins Haus gehen. Machen wir Traktor raus. Da ist die Scheune. Oder Halle. So. Warten wir ab, was es kommt. Kulik. Der Frühling hat im Allgäu-Tal Einzug gehalten. Da die Böden nicht erst mehr gefroren sind, können wir jetzt Nährstoffe aufnehmen. Können sie jetzt wieder Nährstoffe aufnehmen. Das ist der ideale Zeitpunkt, die Gärias aus dem Biosanlage aufzubringen und perfekte Bedingungen für eine Skulptur zu schaffen. Also das kennen wir doch irgendwo ja schon. Weiter. Fahre auf den Mühlenberg. Etwas. Ja, wir sind irreführend. So.
So, wir fahren jetzt zum Mühlenberg. Auf geht's. Wir werden ein bisschen von außen schauen, wo es hingeht. Aber eben, nee. Dings haben wir nicht da, ne? So ein. Nö. Ja, Sonne steht tief. Das ist eine ungünstige Zeit zum Anfang zu arbeiten. 18 Uhr, ne? Ja, wir fahren mal raus. Gucken, was da ist. Ob wir da sollen. Am 3. März. Da muss ich auch mal einen Vogel, dass ich da rechtzeitig die richtigen Ansätze schneide. Da fetch ich mal mit meiner Gärreste. Da ist ein großes Feld. Das macht richtig Spaß. Wir fahren zum Mühlenberg, also zum Arbeiten ist eigentlich zu spät normalerweise. 18 Uhr brauchen wir nicht beginnen. Da arbeiten die auch schon entsprechend, ne? Schauen wir mal, was wir da oben sollen. Und Umblick, wenn ja, wird es eine ganz kurze Folge. Weil ich möchte das Szenario in separaten Let's Play machen und jetzt nachher Karriere auf einem anderen Let's Play. Also einem anderen, ja, Folge muss wieder von 1 hochgehen. Also das ist ein Teil für sich. So, hier fahren vorbei, mein Kumpel. Genau, also ich weiß grundsätzlich nicht, was großartig jetzt hier soll. Also die Zeit zum Biertreffen oder so, ne? Hätte auch Fahrrad fahren können, ein Stückchen, ne? Der billiger geworden, also Traktor. Geht bergauf. Tut er sich schwer. So, lass mal eine KI fahren. Kennt sich besser aus. Auch noch sehr tief. Das ist wirklich schön gemacht, also optisch. Stößt der Rechner an seine Grenzen. Erstaunlicherweise. Muss ich rausfinden, woran das genau liegt. Grafikkarte oder Prozessor. Ich meine, es kann schon sehr ressourcenraum sein. Was genau wollen wir denn hier eigentlich? Ach, je, genau. N. Und mal C. Schau dir den Sonnenuntergang an. Na, das ist ja dann auch die richtige Zeit, ne? Ah, hier ist Kaffee. An der Mühle. Oh, wir fliegen. Nach der harten Arbeit der vergangenen Saison hast du dir eine Pause verdient. Wie du siehst, ist der Unternehmer mit den Deutz bereits an der Biergussanlage. Das Gärsubstrat ist aufgerührt und somit kann es direkt zur Ansaugstelle fahren und das Fass befüllen. Zusammen mit einem weißen Axiomfahrer gespannt können die beiden dank deiner Arbeit nährstoffreichen Dünger ausbringen. Nach 15 Jahren hast du viel über Landwirtschaft und verschiedenen Facetten gelernt. Von der Aussaat über die Düngung bis hin zur Ernte von verschiedenen Fruchtarten. Verschiedene Ernteverfahren. War alles dabei. Das war natürlich nur ein kleiner Bruchteil aller landwirtschaftlichen Abläufe. Aber schon mal ein Anfang, die großen Maschinen richtig und sinnvoll einzusetzen. Erzähl gern deinen Kollegen, wie die Landwirtschaft richtig funktioniert und wie viel Spaß die Landwirtschaft schon im Rituellen macht. Wie ist es da wohl wäre, die Landwirtschaft mal in der Realität draußen zu erleben? Naja, das ist mein Hof. Wie schön. Wir fliegen noch ein bisschen, ne?
Das ist eine Gelegenheit, mal zu gucken. Mein Gut, wie viel sehen wir jetzt aktuell nicht? Und das Szenario ist abgeschlossen. Er befürchtet 6 Minuten. Also, ich werde das an einer anderen Folge anhängen, damit das sonst wird ja zu kurz. Ne? So, liebe Schauer, das war es auch schon gewesen für heute. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ab morgen geht dann los mit Karriere, das heißt ab Samstag. Ja, dann hoffe ich, dass wieder fleißig dabei seid. Habe ich gerne und schönen Dank dafür. Hat mich gefreut, dass es für mich als Neuling bei YouTuber ein recht schon regen Zuspruch gab. Ein Danke dafür. So, tschüss, ciao, bis ja, vielleicht morgen. Tschüss.